So, willkommen zurück in Schnöselheim. Die Stadt, die bald die Weltherrschaft an sich reißen wird und jeden Mann zum Schnösel macht. So, wir hatten richtig Geld rausgehauen. Wir müssen aber auch wieder Geld einnehmen. Wie ist da unser Plan, Herr Bürgermeister? Das bin ja ich. Das weiß ich so jetzt auch nicht. Wir brauchen mehr Steuern. Steuern. Wir brauchen mehr Steuern. Wie schaut es denn aus hier mit der Schulbildung? Ja, das langt noch. Ja. Haben wir denn schon irgendwo... Nein, haben wir nicht. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Was? Räuber von... Sag ich ja, der Moloch. Ja, Regitown. Hätten wir abbrennen sollen. Abfackeln den Moloch da hinten. Ja, da hinten sehen wir es. Die Stadt der Sünde und der Kriminalität. Ja, hätten wir mal... Aber wir haben ja eine tüchtige Polizei, die sofort... Da haben wir ihn schon. Da haben wir ihn schon. Eingekastelt. Willkommen in Schnöselheim. Da besuchen Sie erstmal den Knast. So. Ja, wir brauchen mehr Wohnungen. Gut. Strom. Strom. Ist alles gut mit Strom? Nee. Oh, schön, dass Sie es gerade sagen. Okay, dann muss ich wohl eine Straße ziehen. Aha, okay. Ach, so geht das wohl. Okay. Ja, das ist aber ganz schön eine Platzverschwendung. Dann machen wir gleich mal Pause. Das mal weg. Probieren doch mal. So zu machen. Und dann machen wir. Genau. Ja. Kriegen wir da zwei hin? Eigentlich? Ja, wenn das mal nicht eine gute Planung war. Ne? Gut, das hätten wir. Dann kann es weitergehen. Wir haben Strom für jeden. Bezahlbar. So. Ja, die Polizei ohne Strom. Und dennoch haben wir unseren Gefangenen noch halten können. So, wie kriegen wir jetzt weiter Steuereinnahmen? Wir bauen die Stadt aus. Bevor wir hier ausbluten. Unser schönes Geld. Ja, was denn? Na, also. So, dann machen wir weiter hier. Schön die Straßen bauen. Schön die Straßen bauen. Wenn wir so machen. Wenn wir so machen. Ja, schon, oder? So. Und dann vielleicht noch so. Reicht das denn? Nee, das reicht nicht. Das sieht hier so. Ah! Das sieht hier so eng aus. Reicht das? Reicht das denn? Ich meine, reicht das denn schon? Reicht. Reicht locker. Okay, dann. Wenn das so ist. Wenn das denn so ist. Dann machen wir das doch da auch. Warum mache ich das so? Damit wir noch welche am Meer haben können. So. Okay, so. Und so. Und so. Schön, schön, schön. So, dann kommt noch halt. Nee.
Das machen wir doch glatt mal hier. So. Und so. Ja. So, wie ist jetzt die Bedarfsgeschichte hier? Was hat er gesagt? Läden? Ja, Läden. 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 Ja, dann machen wir mal hier noch Läden hin. So. Und vielleicht hier auch. Einfach mal so. So, dann haben wir noch irgendwo, ja, hier. So machen wir das. Und da haben wir, Bedarf an Industrie, Geschäfte. Bin mir ja nicht sicher, aber machen wir hier mal so. Und vielleicht noch mal so. So, Prozessorfabrik. Ja, nee, hier wird auf ehrliche Art. Ja, seht ihr das? Wir haben eine positive Bilanz. Ja, mein Ziel ist es, richtig fett im Plus zu sein und trotzdem niedrigen Steuersatz. Denn meine reichen Leute in Schnöseltown sollen nicht viel Steuern zahlen. Sie sollen Geld übrig haben für Schönheitsoperationen, damit wir sie schön ansehen können, wenn sie uns mit ihrer Anwesenheit belohnen. So, wie schaut es da aus? Okay, ich habe zu viel Gewerbegebiet oder was? Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie ich Läden der mittleren Einkommensschicht baue, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe Bedarf an weiteren Wohnflächen. Und da dem Bedarf komme ich nach. Moment. Moment mal. Das wäre wenn ich jetzt aber einfach mal so mache und so mache, genau, und so mache, oh, das gefällt mir aber nicht. Wieso macht er das nicht? Genau, so wollen wir. Jetzt habe ich es doch gemacht. Wollte ich jetzt nicht. Ja, gut, dann dieses kleine Konstrukt mit den zwei Kreuzungen wollte ich eigentlich nicht. Ich könnte es natürlich kappen. Warten wir ab, ob sich die Verkehrslage, ob es notwendig wird. Ich werde auf jeden Fall schon mal hier ordentlich Gas geben. Ja, man sieht es auch schon, so vom Baukonzept her baue ich auf relativ wenig Kreuzungen. Ob das der richtige Weg ist, habe ich keine Ahnung, aber wir werden es sehen.
So, ja. Wir sehen gerade, wir brauchen mehr Reiche und weniger Leute mit einem schmalen Portemonnaie. Also müssen wir wieder die Grundstückspreise in die Höhe. Aha. Ich glaube, wir können upgraden. So. Genau. Und was haben wir in der Region noch nicht? Ich glaube, die Bildungs... die Bildungsabteilung. Achso, die kann man sogar weiter weg. Die kann man sogar weiter weg. Dann... Das wird sogar hier hingehen, oder? Das ist doch... Das ist doch mal cool. Dann... Nehme ich natürlich jetzt irgendwie ein bisschen... Außerdem ist das hier eine Top-Wohngegend. Ich glaube, ich mache es hier. So. Das freut sie alle hoffentlich. Denn jetzt können wir endlich eine Universität bauen. So, nee, erstmal müssen wir hier natürlich ordentlich Schüler reinkriegen. Warte mal, wie war das denn? Wir hatten doch hier jetzt... Da. Genau, Schulbushaltestelle. Habe ich denn überhaupt Schulbusse? Ich habe doch gar keine Schulbusse. Ja gut, dann mache ich trotzdem. Zack, 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 zack. Kriegt auch noch einen. So, und jetzt müssten wir mal gucken, wie denn so die von 690. Haben wir überhaupt so viel Platz? Nein. Also bauen wir unsere, was? Gymnasium? Also meine Hochschule. Mittlere. Okay, mittlere. Ja, komm. Keine Ahnung. So. Genau so läuft es. Das heißt, wir haben jetzt 4000. Ups. Wir wollen ein öffentliches Verkehrsnetz. Wollen wir? Ja, wollen wir. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, ob uns das schon langt. Moment, was haben wir denn da? 1200 Schüler. 1200 Schüler. Mittlere. Das ist doch irgendwie fast schon... Hätte ich mir die gekauft, wa? Hätte ich mal die gekauft. Habe ich aber nicht. Nee, hier will ich dann tatsächlich die Universität hinmachen. Das heißt, ich könnte doch hier eigentlich... hier so, alles klar. So, Schulbushaltestelle habe ich doch schon verteilt, habe ich doch schon alles gemacht, habe ich schon alles gemacht.
So. Wie schaut die Sache jetzt aus? Was? Läden für die mittlere, okay. Läden. So, dann machen wir hier noch ein paar Läden. Und machen vielleicht noch ein bisschen mittlere Einkommensschicht. Komm, hier Sport. Was habe ich gesagt? Ich mache einen Tennisplatz. Und ich halte natürlich mein Wort. So, da haben wir den Tennisplatz. Und natürlich auch ein wenig. So. Genau so machen wir das. Wie schaut's da aus? Wir haben gute Einnahmen. Okay, wir sollten vielleicht Mülleimer. Okay, vielleicht sollten wir doch lieber den Müll selbst. Vielleicht sollten wir den Müll uns selbst drum kümmern. Tja, dann würde ich sagen, machen wir das hier hinten. Ah, das ist nee, zu nah am Wohngebiet. Machen wir es hier. Müll. Müll, 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 Müll. Recyclingzentrum. Ja, machen wir es mal so. Direkt am Meer, dann können wir es vielleicht direkt ins Wasser leiten. Das passt dann schon. So. Moment mal. Wenn ich jetzt die Fahrzeuge hier lang führe, kann ich dann eigentlich da die Fahrzeuge ranstellen? Nein. Okay. Danke fürs Gespräch. Aber wenn ich mich recht erinnere, kann ich, wenn ich jetzt hier eine Straße ziehe, kann ich sie daran stellen. Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ja. Gemacht. Wird gemacht. Gemacht, gemacht. Oh, es ist vielleicht ein bisschen viel, oder? Mülleimer? Nee, wir haben ja schon eine recht große Stadt. Gehen wir gleich in die Vollen. Gehen wir gleich in die Vollen. So. Denn Müll kommt uns hier gar nicht in die Tüte. Was für ein Wortspiel. So. Ist das nicht fantastisch? So, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen weiter expandieren, denn die Universität soll da hinten. So, jetzt bin ich fast schon geneigt. Soll ich da noch eine Straße durchziehen? Das ist die Frage. Habe ich da überhaupt was von? Eigentlich nicht. Nee, ich werde es nicht machen. Ich versuche das mal. Ja. Okay, wir wollen noch mehr für die gehobenen Schnösel. Das ist ja mein Auftrag.
dem ich selbstverständlich nachkommen werde. So, gehobene Einkommensschicht. Also hier, die auf jeden Fall, die auf jeden Fall. Okay, das wäre fast Verschwendung. Machen wir es hier hin. Und noch einen kleinen mit Brunnen. Machen wir es noch dahin. So. Ja, hier habe ich ja versprochen, dass hier so die Reichen hinkommen und hier die nicht so Reichen. Okay, wir haben Feuerwehr. Alter, was ist denn da los? Feuerwehr. Ah, komm. Hier. Sorgen für eine schnelle Feuerwehr. So. Alles klaro. Dann mal los. Oh, da geht's gleich hoch. Da geht es hoch. Okay, wir haben Stromprobleme. Ja. Wie gesagt, die Stromprobleme hören auf, sobald wir mittels der Universität schön in den Atomstrom einsteigen können. Mal sehen, wie weit ich hier mit Windkraft komme. Ich werde das alles da vollbauen. Ach ja, kann ich nicht hier mein Haus irgendwann? Bürgermeisterhaus? Mein Hüttlein? So. Okay, Krankenhaus. Wartende Patienten, keine. Alles bestens. Bestens. Und wir sind schon fast wieder im Plus. Es ist Wahnsinn. Wahnsinn. So, wie ist die Lage? Hoher Bedarf an Gewerbegebiete. Ja. Das kann ich gut verstehen. Gewerbegebiete kann man immer gut gebrauchen. Dann machen wir doch mal so. Was haben wir da? So, ach ja, wir müssen ein wenig was abreißen, denn wir haben ein klitzekleines Feuerchen gehabt. Soll uns nicht weiter stören. So, wir haben jetzt schön 530.000 verbrannt. Aber ich muss immer wieder staunen, ja, was wir ausgegeben haben, und wir sind im Plus. Das ist super. Und das kommt, weil wir richtig schön brave Steuerzahler haben. Keine Höhnisse, sondern schöne, brave Steuerzahler. So. Wie schaut's denn da aus? Wir hatten noch nicht genug Schüler, weil wir noch nicht genug Einwohner haben. Ah, Schulbusse. Siehst du, da haben wir es ja. Komm, kriegst noch mal einen Schulbus. Und noch einen. Und noch einen. So, und noch ein Schildchen. Und ein Fähnchen. Alles super. So. Ach, natürlich müssen wir weitere Bushaltestellen hier für unsere so, und natürlich könnten wir natürlich hier, ja, das ist die Hauptstraße, lasse ich erstmal frei. Okay.
Gefällt mir an sich schon ganz gut soweit. Was haben wir da? Neufenwafferfall. Ah. Ja. Ja, ein Bahnhof. Bahnhof machen wir. Machen wir doch glatt. Geld haben wir ja. Nicht mehr lang, wenn wir es so ausgeben. Züge. Was war das gerade? Straßenbahn, Züge. Person für. So. Das weiß ich gar nicht, ob er direkt so connected. 40.000, ne? Wenn das jetzt nicht klappt, dann. Probieren wir es. Und hat's geklappt? Hat's geklappt? Ich weiß es nicht. Gut, dann. Ich glaube ja, dass es nicht connected hat, ne? Das hat nicht connected. Okay, dann. Dann müssen wir doch glatt nochmal manuell connecten. Da super geklappt hier mit dem Connecten. Super. Dass er hier wieder nicht die Linien zeigt. Hier, die Linie will ich. Die hier. So. Und dann ziehen wir die natürlich noch hoch. Genau so soll der connecten. Hätte ich das besser gemacht? Ja, gut. Oh, Bürgermeisterhaus. Perfekt. Weil wir hier ein bisschen mehr gute Laune brauchen, bauen wir es hier hin. Denn hier freuen sie sich. Eigentlich freuen sich alle. Na gut. Und Universität freigeschaltet? Nein. Genau, weil du das sagst oder was, hä? Was haben wir da? Was will er? Weiß ich nicht. Wir haben hier gerade andere wichtige Dinge zu tun. So, der Bahnhof. Was hatten wir hier? Oh, Strom. Sag ich schon wieder zu wenig Strom. Es ist ja unglaublich. Unglaublich. Diese Stromprobleme. Also der Windstrom ist auch nicht mehr das, was es mal war. Echt jetzt. Kommt noch so eine Idee. Okay, da wollen sie direkt hinziehen hier, oder was? Na gut. Wenn ihr das wollt, was ist da los? Was gibt's da zu meckern? Ha? Ich habe das genau gesehen. Okay. Alter, habe ich 2700 plus? Habe ich das oder habe ich das nicht? Alles gibt's doch nicht. Jetzt hör halt auf. So. Ey, ich brech zusammen, ne? Der Strom ist ja wohl lächerlich. Lächerlich. Windkraft. Wie soll das denn funktionieren? Kann ich gleich noch einbauen.
gleich. Wieso zeigt er mir nicht an? Okay. So. Zack. Na, ist das effizient gebaut oder was? Windkraft. Wahnsinn. Ich lach mich kaputt. So. Genau. Und dann kommt hier Universitätsdingenskirchen hin. Müllhalde stinkt vor sich hin. Da werden wir mal für Abhilfe sorgen. Und tschüss. Gebäude ohne Strom. Jetzt hör auf. Ha. Was? Polizei? Hilfe, Verbrecher. Hier, Polizei, was, wie schaut's aus? 3 Gefangene, ja. 4 Streifenwagen, was willst du mehr? Aber du hast recht, wir werden direkt mal... Aha, das ist natürlich jetzt interessant. Das ist jetzt mal interessant. Wie machen wir das? Ich glaube, wir leisten uns noch einen Streifenwagen und wir leisten uns... Schild ist auf alle Fälle eine tolle Investition. Sicher, ob das so... Ja, so. So, Freunde, auch diese Folge ist schon wieder vorbei. Wir haben Schnöselheim aufgebaut, haben gut 650.000 verbrannt, aber dafür sind wir in einer positiven Bilanz, haben lauter glückliche Leute, die alle schön Steuern zahlen, und ich glaube, das wird richtig geil. Das Einzige, was nicht geil ist, ist hier die Windkraft. Aber sobald Schnöselheim eine Universität hat, werden wir direkt mit Plutonium spielen und ein Atomkraftwerk bauen. Also, bis dahin sage ich tschüss, bis dann.